Danke. Vielen Dank für die Einladung. Also, je älter man wird, desto mehr kommt mein Zweifel. Also bei mir ist es umgedreht. Aber ich soll ja über dieses Ding da reden, aber mir fiel dann doch ein, und wir haben vorher darüber gesprochen und ich bin viel angesprochen worden, über das Museum in Berlin, weil ich da den Vorsitz hatte. Und ich habe noch nie so viel Post bekommen, da kann man sich ja eigentlich darüber freuen, wo bezweifelt wurde, ob mein architektonisches Verständnis von berühmten Kollegen nicht nur schlecht ist, sondern auch erheblich nachgelassen hätte. Da hättest du aus den 45 Arbeiten jede nehmen können und da wären die gleichen Briefe gekommen, also mindestens 44. Aber der Hintergrund ist ein ganz anderer und der hat was mit dem zu tun, Hans, was du sagtest, nämlich was gar nicht in der Öffentlichkeit so bekannt ist und gar nicht auftaucht und was schon mit dem Ort zu tun hat, nämlich eine Ausschreibung, die zunächst auf dem Tisch liegt von einer ÖP Deutschland. Man muss sich einfach vorstellen, ja? Einer ÖP Deutschland, die in dem Text schreibt, die 4 oder 5 ersten Preise oder Preise, die die Jury herausfischt, die werden Generalunternehmen gegeben und diese Generalunternehmen, die kalkulieren die durch und machen ein Angebot und der billigste wird gebaut. Und das ist eine Schweinerei sondersgleichen. Wenn sowas passiert, dann können wir den Beruf vergessen. Das ist einfach widerlich. Da werden 200, die Frau Grütters leiert dem Schäuble 200 Millionen aus der Tasche und das geht nicht. Und da habe ich gesagt, da könnte jemand anders suchen fürs Preisgericht, da machen wir nicht mit. Und ich habe 3/4 Jahr gebraucht, um dieses Ding aus der Ausschreibung wegzukriegen. Das könnt ihr allen sagen, die mir diese Briefe schreiben. Weil diese Schweinerei, die ist so groß, dass es völlig egal ist, wer dieses Ding baut. Das wird einfach dann beschissen. Und wir haben es jetzt weggekriegt. Und das ist einfach diese Frage, die du ja auch stellst, wie kriegt man denn das hin? Das ist einfach, wir müssen da lernen, Nein zu sagen. Einfach Nein. Das mache ich nicht. Und da bin ich, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind vielleicht, was Architektur betrifft oder was die Freiheit der Gestaltung betrifft, aber in diesem Punkt sind wir in einer Willfährigkeit der Architekten, die einfach widerlich ist. Und das muss an die Hochschulen. Und es kann nicht sein, dass es Hochschulen gibt und Fakultäten, wo vielleicht 20 Professuren sind und es sind 4 bauende Architektinnen und Architekten. Das kann doch nicht wahr sein. Und die anderen Fächer, die sind besetzt, das kann ich jetzt frei sagen, ich bin emeritiert. Die sind, ja, müsst ihr mal angucken. Fragt doch mal die Bauökonomen und die Techniker und alle, die mal Architektur studiert haben und jetzt ihr Spezialgebiet machen. Zeig mir doch mal das Haus, das du gebaut hast. Die waren so schlecht im Entwerfen, sage ich jetzt mal einfach frei, ja. Dann haben sie gedacht, naja, mit Zahlen kann ich umgehen, dann sind sie Bauökonomen geworden und jetzt unterrichten Sie Bauökonomie und Entwerfen. Das musst du dir vorstellen, ja? Und da müssen wir, das geht gar nicht um zurück, das geht einfach um vorwärts. Und tatsächlich, wir sind eines der reichsten Länder, du greifst dir an den Kopf. Du greifst dir wirklich an den Kopf, das kann nicht wahr sein. Aber ich soll ja über dieses Haus berichten und nicht lamentieren. Und das hat was mit dem Ort zu tun und wir sollen über den Ort reden. Und ich habe es aber jetzt so begriffen, dass es nicht um den Ort als solchen geht, sondern um die Identität der Architektur. Also was macht die Architektur mit sich selbst? Wie kommt es aus sich selber raus? Und ihr habt ja auch gestern gesagt, ist Methode, aber doch nicht Methode. Und gesamtheitlich, aber doch nicht gesamtheitlich, weil man es wieder abschichten muss. Und eigentlich reden wir über etwas, was aus Einzelteilen sich zusammenfügt, einen parallelen Vorgang von Denken, Fühlen und Handeln. Und das kannst du halt nicht rückwärts machen. Also mir kam was ganz anderes bei dem Ort. Wir haben damals, da kam der Bischof, wir hatten den Wettbewerb gewonnen und wir sind Evangelen. Ja? Stuttgart ist pietistisch. Das ist so,
wie immer arm. Ja, die, man sagt immer, über die Schwäbische Alb seien die Vögel auf dem Rücken über die Schwäbische Alb geflogen, damit sie das Elend nicht sehen. Und jetzt kommt der Kathole und er sagt, wie geht es mit uns beiden? Und da kam ja auch drauf, die riechen ja auch anders. Also die Frage des Geruchs vom Ort ist was sehr Entscheidendes. Marcel Proust beschreibt es ja sehr schön in der Suche nach der verlorenen Zeit. Oder das Sehen und das Riechen. Also du siehst etwas und du weißt, wie das sich anfühlt und wie das riecht und wie das alles ist. Und das hat was mit dem Ort zu tun. Und jeder von uns weiß ja, wenn er irgendwo hinkommt und mit verschlossenen Augen irgendwo in ein Haus rein und da riecht es, und da denkst du, habe ich früher mal gerochen. Und diese Frage der Sinnüberlagerung, was ich empfinde, wenn ich was sehe, die hat ja nichts nur mit dem, ob ich einen Bogen mache oder Backstein verwende oder sonst was, sondern die hat auch was damit zu tun. Und natürlich ist dieses Ambiente oder eigentlich wollte ich über was reden, was damit zu tun hat. Wir argumentieren immer, weil wir an der Hochschule sind. Da brauchst du natürlich Argumente, warum was so aussieht und sowas nicht. Aber für manche Sachen gibt es kein Argument. Du kannst es nicht argumentieren. Wieso soll ich das auch? Ich bin Architekt, Moment mal. Ich brauche das nicht. Und es gibt ein Wissen des Gefühls. Und dieses Wissen des Gefühls ist etwas, was wir völlig verloren haben. Und das Wissen des Gefühls ist ein unglaublich präzises Instrument, weil dieses präzise Instrument, das bringt uns unterschiedlich, je wie wir sozialisiert sind und aus welchem kulturellen Hintergrund wir kommen und was unsere Begabung ist, zu diesen extrem unterschiedlichen Lösungen, die da hängen. Und die Frage ist nur, sind die gut oder sind die nicht gut? Also im Baukollegium in Zürich, da heißt es immer Prädikat sehr gut und wenn das erfüllt ist, dann kannst du es bauen. Insofern, also wir haben auch schon Waldorfschulen gebaut, riecht es wieder anders. Wenn du abends da im deodorantfreien Raum um so einen Blumenstrauß, Strohblumenstrauß rumsitzt, dann weißt du, die riechen anders und deshalb sieht natürlich auch der Ort anders aus. Den wollte ich zeigen aus einem ganz anderen Grund. Kennst du ja, du hast dich da auch mal abgemüht. Und das ist eine der größten Schweinereien, die passiert ist, aber nicht wegen dem hier, sondern weil umgedreht plötzlich die Architektur dafür herhalten muss, dass sie anscheinend zu teuer ist und wir uns das nicht leisten können. Das ist ein widerlicher Vorgang, weil die Kirche immer, und das ist ihre Aufgabe, neben dem, dass du sagst, ah, ich bete auch und glaube an den lieben Gott. Die Kirche war als Institution Kulturträger per se. Und wenn du dir das wegdenkst aus den Städten, und wir sprechen über Orten, dann gehen die Orte weg. Dann wird es nichts mehr. Dann haben wir soziale Wohnungsbauten, so wie du sagst, mit WDVS oder was weiß ich, und es verschwindet. Das finde ich besonders. Ich finde bemerkenswert, dass er das gemacht hat. Also, dass er es gebaut hat. Das sind ja 6 Häuser oder sowas, du weißt es besser. Und wenn du das hochrechnest, seht es mit 3 Millionen oder 4 Millionen. Ja, was macht da die goldene Badewanne? Das ist doch lächerlich. Also, so. Das Zweite, was mich auch beschäftigt, ist immer natürlich, dass wir durch die fulminanten Werkzeuge, die wir haben, und die haben wir ja auch im Büro, und Bim und Bam und Bums, das haben wir alles so, aber wie geht denn, und das war ja eure Frage, wie kommt denn das ins Entwerfen? Also das, was wir können und was die anderen alle nicht können. Ja, könnt ihr mal in eure Fakultät gehen und sagen, kriegt mal jeder einen Bleistift und 10 Minuten treffen wir uns. Möchte ich mal sehen, was passiert. Ja, dann sitzen die alle mit angespannter Gesäßmuskulatur da und kriegen nichts aufs Papier. Und dieses Machen mit der Hand, das ist so etwas Entscheidendes, weil die Hand war vor dem Gehirn da. Die war vor dem Gehirn da. Und die Hand hat ein Wissen. Und das weiß doch jeder von uns, wenn er so rumsudelt bei irgendeinem Telefongespräch oder sonst was und du weißt nicht, wie der Entwurf geht. Und plötzlich macht die Hand das. Das ist doch wunderbar. Also dieses Wissen der Hand. Und jetzt haben wir die Mäuse. Ja? Die Mäuse sind so groß. Was hat es mit dem Gehirn, also mit der Entwicklung zu tun? Das finde ich spannend, ja, wenn die Hand so groß ist wie das Gehirn. Und deshalb ist es wichtig, ich glaube schon, diese Frage dieses Suchens und nicht des Erfindens, sondern des Findens.
die ist sehr entscheidend. Rottenburg ist eine kleine Stadt südlich von Stuttgart. Die Katholen, die waren ja bei uns in der Minderheit. Inzwischen gibt es übrigens mehr und es handelt sich um ein sogenanntes bischöfliches Ordinariat, also die Diözesankurie, der Verwaltungsapparat des Bischofs. Eine kleine Stadt, eigentlich denkt man nie, dass da überhaupt ein Bischof sitzen kann. Es gibt auch einen Dom, der ist vielleicht 10% vom Kölner Dom, also ganz klein. Für uns aber richtig so. Und da gab es einen Jesuitenkolleg, das ist dieses da oben, und es gibt ein barockes Gebäude und es gibt das hier, und dann gab es den Wettbewerb und dann haben wir das angeguckt. Also die Stadt hat diesen Rand, die Stadtmauer verläuft hier, dieses kleine Türmchen da oben, das ist natürlich die Toilette jenseits der Mauer. Und da kam das Fallobst runter und dann ging es da so runter und der Rand durch. Und jetzt sind wir da hin, war nicht so schön. Irgendwie schon, aber. Und jetzt, wenn einem nichts einfällt, dann geht man halt in die Geschichte. Man kann das jetzt auch akademisieren und sagen, wir machen da Forschung. Was sah das aus, wahnsinnig. Und dieses Haus da oben, also hier oben, das war aus den 50er Jahren, das hat man mal irgendwie dazwischen gebaut. Das ist Barock, eigentlich sehr schön, und das ist Renaissance. Und da ist ein Parkplatz davor und hier sind alte Häuser und fällt da nichts ein. Dann gehst du in die Bibliothek, 1920 war das, da fehlte dieses Haus da oben, da sieht man abends den Plan und dann noch mehr. Und wahnsinnig. Da stand eine barocke Kirche. Die ist nicht lang gestanden, aber der Entwurf wird schlüssig mit dem Hof und mit diesem zarten Vorbau da. Dann wird es plötzlich hier und da stand es. Und das war natürlich Gegenreformation, ne? Diese feminin dralle Form der Kirchen. Es ist übrigens sehr interessant, weil man immer sagt, was macht Architektur? Und ich habe meinen Oberschwaben danach gefragt, ob die Touristenströme irgendwas damit zu tun haben. Und dann sagte der, wissen Sie, woran wir verdienen? Das war der Touristenleiter für diese ganze oberschwäbische Bereich. Und er hat gesagt, das sind die 3 Ks, Kirche, Kaffee, Klo. Wir verdienen fantastisch. Und wenn man das einfach ökonomisiert, also das klingt zwar witzig, aber es sagt was aus über die Ökonomisierung von Architektur langfristig. Übrigens auch was der Präsident Jefferson, der war vermutlich sehr viel klüger. War Privatarchitekt, der hatte diese wunderschöne, in Charlottesville, diese wunderschöne Universität gebaut und sagte, wenn wir 3-5% mehr investieren in die Architektur, wir sind am Anfang des 19. Jahrhunderts, dann werden wir in 20 Jahren das 5- oder 6-fache zurückbekommen. Und das finde ich interessant, weil das genau diese Deckung ausmacht. Also haben wir es dann entworfen und das ist relativ einfach. Wir sind da auch zurück und haben da diesen Baukörper gesetzt, der Büros hat und eine Eingangshalle, wo man so wie hier sitzen kann und so wichtige Gespräche machen kann, und haben das verbunden mit einer Mauer, das sieht man da nicht, hinten an der Stadtmauer entlang, so ein Büroschlitten mit lauter Einzellern und dann das Renaissance-Gebäude. Und vorne, da drunter ist ein Archiv, allerdings bloß mit, wie viel habt ihr gehabt? 130 Kilometer, wir haben 13 Kilometer, also schwäbische Form. Gereicht auch. Und dies unter der Erde. Und dann haben wir den Grundriss so gemacht und eigentlich, ja, wenn man das jetzt so sagt, und da kam auch hinterher, welches war ein Wettbewerb, weil es waren auch Kollegen da, die da mitgemacht haben. So einfach hätte mir es auch machen können. Ja, so einfach. Bist du halt nicht drauf gekommen. Das ist ja immer das Gleiche. Wir haben da eine Eingangshalle und dann das verbunden, Hof, Sanierung hier, Lesesaal für dieses Archiv, das da drunter liegt, die Eingangshalle, da kann der Bischof hier stehen und dann kann man hinten rausgucken und dann beten alle oder finden alle. Ist ja doch ein Unterschied, ja, zwischen Katholen und Evangelen. Und zwar wahnsinnig. Wahnsinnig. Auch in der Hierarchie, also Entscheidungen. Ne? Bei den Evangelen wird erstmal alle beraten und dann. Bei den Katholen, da sagt er,
Da war nur hinterher, ging es um Kunst und sagte, Herr Lederer, Sie beraten nur, entscheiden tue ich. Ja, das ist, finde ich gut. So, und dann ist es so, so jetzt gehen wir noch um das Ding rum. Steht so drin halt, ja. Also das ist so die Situation, hinten ist dieser Büroschlitten, da ging es mir wie Ordner und Ordner ging es uns. Das war schon mit dem Tepperz von Els zusammen. Wir hatten das Ganze in Ziegel. Und dann kam natürlich das Fernsehen. Und ich sagte, 30 Millionen, wie ist denn das bei euch? Und ich sagte, 40 Millionen. Und ich sagte, oh, wir haben aber 300 Mitarbeiter drin. Und dann hat die Diözese beschlossen, dass man hinten WDVS macht. Also Christoph, ich höre dich immer. Aber ich vermute, irgendwo hast du versteckt bei dir auch irgendwo mal BDVS gemacht. So, und jetzt, das war auch so, natürlich Renaissance, und das war auch typisch, ja. Also da sind sie wieder evangelisch fast. Ah, wir streichen bloß die Fenster. Und dann streichen sie die Fenster und dann, natürlich, dann geht es los, ja, und die Fensterbank und drunter und die Heizung und neues Heizungsrohr und jetzt machen wir den Boden auf und dann waren natürlich die Balkenköpfe alle verfault und auf jeden Fall haben wir eine Gesamtsanierung gemacht. Das hat uns aber ganz schön ins Geschäft gebracht. Und dann geht man so ein Enge hoch, also diese Enge wieder in der Stadt erzeugen, diese, ja, das ist einfach. Und dann davor, da wird man auch immer gefragt, ja, wieso sieht es so aus? Ja. Und so, ja, wieso sieht es so aus? Sieht so aus? Ja. Nicht so. Weil du musst doch nicht jeden Scheiß, ja, es geht doch einem nichts an. Und dann kam eine Frau und hat gesagt, ich weiß, was sie meinten, wenn der Bischof, wenn es nass ist und feucht ist und er tut so die Hose. Das ist eine prima Erklärung, genau das haben wir überlegt. Aber es sind so Kleinigkeiten wie, die finde ich, die sind einfach wichtig. Also das, was du vorher mit der Fuge gezeigt hast. Ein Vierteljahr haben wir gebraucht, dass wir diese blöden Fahnenmasten aus Holz bekommen. Ein Vierteljahr. Ja, das machen wir nicht. Ist Aluminium. Vergiss es. Das war die Rückfassade. Die mache schnell weiter, weil das WDVS ist. Dann kommen wir wieder hin. Und wieder hoch, Innenhof, und stehen jetzt wieder vor dem Haus. Und dann kommt natürlich die Frage, warum sind da die Fenster so? Und das geht dann wie so eine Sonnenuhr. Und nachts leuchtet es so. Und eigentlich hat es einen anderen Hintergrund. Aber wir gehen erstmal rein. Was wir lieben ist, wenn das Haus außen zu ist und du siehst nicht rein. Ich finde, das ist wahnsinnig, auch mit dem Ort, ja. Du hast den Ort und der Ort hat seine Innenräume, wie in einer Wohnung. Aber wenn du das Kinderzimmer aufmachst, da sieht es dann aus wie anders. Ja? Und diese, sag mal, diese Architektur ist doch durch die Schließung spannend. Also dass der Ort, der uns allen gehört, der ja so eine Respublika ist, dass dieser anders ist wie da, wo ich reingehe. Ich muss da nicht reinsehen. Wieso eigentlich? Also ich schließe ja auch meine Jacke, wenn ich wo ordentlich an einen Büroschalter oder wohin gehe. Und ja, dann kommt man rein und dann ist es anders. Und natürlich bei den Katholen muss erst mal, kommt das Licht von oben. Die Leute auch, die sind alt, der ganze Ort ist katholisch. Ja? Also wenn du da durchgehst, dann kommt immer, vergelt's Gott. Oder der Herr wird es richten. Also. Und das glaube ich, das ist ja so ein Ambiente, das man aufnehmen muss. Also die meint es ja ernst. Ja, das ist ja, nein, es ist so. Und wenn wir den Glauben verlieren, und das meine ich wirklich, dieser Verlust des Glaubens zugunsten von Technik und Wissenschaft, das ist eigentlich unser Problem, nämlich diese Argumentiererei, was kostet und dass das in die Ökonomie reinkommt. Und das Witzige ist ja, dass da kein Tausch stattgefunden hat zwischen Glauben und Wissenschaft. Das stimmt ja nicht. Denn wenn heute die Butter gesagt wird von einem Wissenschaftler, das sei schlecht, und wir essen alle keine Butter mehr, weil wir denken, oh, morgen Herzinfarkt, dann
dann wissen wir das ja gar nicht. Wir glauben. Wir glauben diesem blöden Sack, der schreibt, du darfst keine Butter mehr essen. Und deshalb stimmt es nicht, dass wir den Glauben verloren haben, sondern wir haben den Glauben einfach eingetauscht gegen irgendjemand anders, der behauptet, es sei so. Und dann wissen wir ja, ein halbes Jahr später kommt in der Zeitung, Butter ist gesund. Und deshalb misstraue ich dem zutiefst. Und das ist, finde ich, das Schöne an unserem Beruf, dieses Ergebnisoffene, ja, dieses Suchen und dieses Wissen, das nicht belegbar ist, diese Sicherheit. Und diese Fenster, die sind einfach so, dass innen, das ist ja doppelschalig und innen das und da Wärmedämmung und der ganze. Und dazwischen drin, hier drin, das sind Spiegel. Und dann kommt der Kasten davor. Und da sitzen die Pfarrer jetzt drin und dadurch gibt sich eine ganz merkwürdige Stimmung, weil der eine sieht den Dom rechts und der andere links. Und dann ist das kein richtiges Glas, sondern so verschwommen. Ja, also wir dachten, das sei sehr schön für die Pfarrer. Diese Nichtverortung. Oder sag mal, ich finde das Detail ist wahnsinnig wichtig. Also das hat schon viel mit dem Ort zu tun, weil der Laie begreift nicht das Ganze. Der Laie fängt am anderen Ende an, wo wir anfangen zu entwerfen. Ja, wir fangen mit dem Konzept an und was weiß ich und dann mümmeln wir uns vor und meistens Detail vergessen wir sowieso. Häuser haben keine Details mehr. Wir haben einen eklatanten Detailverlust. Aber der Laie liest über das Detail das Haus, weil er nicht das Ganze sieht, sondern er nimmt ein Treppengeländer in die Hand und denkt, oh, eigentlich schön. Ja, er sieht es und dann sieht er's. Und dann geht die Geschichte weiter, weil er dann das Treppenhaus noch mehr anguckt, wenn es schon toll ist und dann und. Und zum Schluss geht er um das Haus rum und dann hat er es gesehen. Und deshalb finde ich das Detail so eminent wichtig. Aber das finde ich, manche finden das nicht so, dann ist das auch recht. Die wollten dann einen Kronleuchter zum Schluss, weil da unten ist ein Bischof gesteinigt worden oder irgendwie in der Nazizeit und dann man sagt, ja, da unten der Raum und da bräuchte man eigentlich einen Lüster. Also so ein. Und die haben aber nicht das Geld, um zum Lobmeier nach Wien zu fahren und da einen Lüster zu kaufen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt gucken wir mal, ob wir das für 5.000 Euro oder irgend sowas hinkriegen. Und da bin ich in Obi, übrigens super toll für emeritierte Professoren, du triffst alle in der gleichen Altersklasse. Also lauter Rentner, ja, laufen rum und gucken die Sachen. Und da habe ich das hier gefunden, das ist so ein, und da kannst du so LED draufstecken. Und dann habe ich gesagt, der Schlosser macht einen Ring, ich kaufe die gleich mit Stecker und allem. Und mache innen einen Ring und außen einen Ring und da setze ich die rein und oben sind so Messingplättchen drüber und diese Schnüre und so. Und ich finde, sag mal, wir machen Architektur, weil es uns Spaß macht. Und wenn du keinen Spaß hast daran, dann kannst du es bleiben lassen. Das ist der beschissenste Beruf, den es gibt. Ja, du musst Spaß haben. Und warum haben wir eigentlich studiert? Wir haben doch nicht studiert, um Feuchtigkeitssperren und Überlappungen zu lernen. Ist doch völliger Quark. Wir haben studiert, weil du das Gefühl hast, du hast mal wo was gesehen oder so, ich möchte dieses machen. Und dieses Machen, diese Frage der groben Vorstellung, und ich mache aus irgendwas, was quantitativ ist, mache ich was. Und ich kriege das hin. Und es steht hinterher da. Und das ist so ein super Erlebnis. Egal ob du die Architektur oder die Architektur machst. Und dieser Spaß, der bringt einen dazu, dass man dann über die richtigen Methoden, über die richtige Konstruktion nachdenkt. Diese Frage der Motivation. Und die haben wir in der Bundesrepublik verloren, kläglich verloren, weil wir nur noch über Brandschutz und Energie und Kosten und wir sind ein armes Land geworden, was die Baukultur betrifft und das werden Ihr, die Studenten, ändern. Danke.